Herzlich willkommen zu einer neuen Adventure Map, zu einem neuen Let's Adventure Minecraft mit Moritz und Philipp. Philipp haut im Game Mode auf mich ein, das ist ziemlich bad. Ja, ja, Philipp benutzt nämlich immer Game Mode, das ist nämlich ziemlich assig. Ja, aber was noch vorher zu sagen ist, dass ich Moritz in den letzten zwei Folgen zuerst getötet habe und er deswegen das nicht nehmen wollte, weil er da traurig und beleidigt war. Und ich das als Rache abgesehen habe, dass er mich letztes Mal beim wirklich Endteil runtergespielt. Philipp, jetzt hör einfach auf. Das war einfach traurig. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich hab dich nicht extra getötet. Ich hab den Endboss nicht mitbekommen, ja. Das ist unverzeihlich. Guckt euch bitte die letzte Adventure Map an. Da werdet ihr sehen, dass ich ihn nicht extra getötet habe. Außerdem der Endboss, das war ein scheiß Dorfbewohner, der explodiert ist. Das ist mir scheißegal, das war das Allerschönste. Alter, jetzt hör auf. So. Willkommen. Jetzt darfst du vorlesen. Ich wollte gerade vorlesen. Jetzt bist du dran. Ich habe die ganze letzte Mal vorgelesen. Du willst immer noch den Zuschauern vorgaukeln, dass du lesen kannst. Aber darüber kannst du einfach nicht lesen, Moritz. Das ist das Problem. Willkommen! Okay, so rangezoomt kann ich nicht lesen. Hier? Ja, hier, schön. Die Forschungseinrichtung Projekt Omega liegt direkt vor dir bzw. unter dir. Was ist deine Aufgabe? Decke die Wahrheit über Projekt Omega auf und infiltriere die Einrichtung bis zum Ende. Du stehst vor mir. Ich zoome gerade rein mit... Oh, jetzt hör auf. Stoppe die schrecklichen Versuche der Forschungseinrichtung. Gehe dabei nach den Regeln vor. Regeln rechts. Blöcke entfernen oder verschieben streng verboten. Spiele auf normal. Ja, ich habe eben gerade in der Beschreibung gelesen, dass das ein Fehler ist. Man soll nämlich auf Peaceful spielen. Stand da wirklich. Das werdet ihr sehen, dass es unten in der Beschreibung ist. Cheaten und Fliegen nicht erlaubt, Abkürzung ebenso. Startet jetzt euer Abenteuer. Erst Schild links lesen. Hinweis, gehe konzentriert und schlau vor. Philipp, du bist hier fehl am Platz. Du musst echt gut... Oh, Philipp, jetzt hast du den... Oh, ich hasse dich. Wow, du musst echt Alter. Gut und oft überlegen. Ich will auch damit fahren. Ich kann nicht damit fahren, ich stecke im Boden. Aufzug rufen. Heilige Scheiße. Ach du Kacke, wir müssen noch runter, oder? Ja, ich glaube, es funktioniert. Ja, es geht ja nur runter. Okay, wer fährt zuerst? Hier, wir können nicht fahren. Stell ich mal rein. Warte mal, was ist denn hier hinten noch? Machen wir irgendwie an. Irgendwie funktioniert der Fahrstuhl nicht, kann das sein? Ich habe gedrückt. Ah, jetzt geht's. Runter. Oh Gott, oh Gott. Irgendwie funktioniert der Fahrstuhl nicht so gut. Warte mal, ich mach mal nochmal runter, bleib mal da. Jetzt muss man jeden einzelnen Schritt runtergehen. Alter, ist das denn ernst? Okay, das funktioniert nicht, liebe Zuschauer, wie ihr seht. Oder ist es ein Rätsel? Also, startet jetzt erst Schilder links lesen. Ja, die haben wir schon gelesen. Hinweis, geh konzentriert und schlau vor. Du musst echt oft überlegen. Oh nein. Okay, ich bin gerade echt runtergeflogen. Das war jetzt super. Super. Ah, warte mal. Ich glaube... Ja. Was hast du? Rätsel? Ja, wenn man das umlegt, dann passiert irgendwas. Drück mal runter und da hoch. Ich bin runtergefallen. Wie bist du denn runtergefallen? Du, das ist echt schwer. Du denn? Nein. Aber du. Fuck. Ja. Na, oh, ich dachte, das wäre die Wasserseite. Oh, sorry. Dachte ich jetzt wirklich. Ich bin nämlich auch die Wasserseite runtergeflogen. Tschüss. Yeah. Wir machen die Adventure Map jetzt allein. Jetzt geht es gar nicht mehr. Doch. Aufzug rufen. Ich glaube, du hast ganz am Anfang einfach den falschen Knopf gedrückt. Ich würde sagen, wir machen es zu...
Ich glaube, da geht was, weil wenn man da drin was aktiviert, dann bewegen sich irgendwelche Dinger, Moritz. Wo drinne? Wenn du in den Aufzug da, du kannst dich da reinstellen, was bewegen, dann bewegen sich, gehen auch irgendwelche Dinger. Huch. Kannst du denn überhaupt runtergehen? Da kannst gar nicht runtergehen, unter uns sind Pistons. In die falsche Richtung. Scheiße. Und hoch? Hoch kann es auch nicht gehen. Okay, man kann hier runterfallen, aber dann ist man einfach unten. Ja, das soll man ja auch. Ja, nee, dann stirbt man. Aufzug rufen, warte mal. Kommt der jetzt runter? Passiert da oben irgendwas? Ja. Alter, was hast du gemacht? Du hast ihn kaputt gemacht. Nee, ich habe ihn runtergerufen. Drück nochmal. Ja, aber guck, das klappt nicht richtig. Siehst du, der ist es irgendwie kaputt. Komm mal runter. Oh nein, du bist jetzt nicht im... Ich glaub's nicht. Es gibt einfach Leute... Die sind schlau und es gibt Philipp. Ich zähle zu den Schlauen einfach und Leute, nicht. Porte dich zu mir. Einfach so, viel Erfolg wünscht Minecraft Grand Fort schon abonniert. Nein, haben wir nicht. Würde mich sehr freuen. Ah, hier liegen deine Sachen. Geil, jetzt habe ich deine Diamantrüstung. Bin ich denn jetzt, oder? Du bist doch richtig, du bist richtig. Hier müssen wir hin. Da. So. ID-Karte. Erforderlich. Finde den Knopf. Tipp. Gelange in den Technikraum. Checkpoint 1. Schlafraum. In den Technikraum? Ich rede nicht mehr mit dem Moritz. So, warte mal, hier ist ein Schild. Ich bin jetzt traurig und beleidigt. FEPO, Forschungseinrichtung Projekt Omega. Okay, hier kann man eiskalt rüberspringen, das heißt, ich würde mal sagen, wir müssen hier rauf. Und da ist ein Eingang. Nein, so dem ist leider nicht so. Hier ist nichts. Okay, da hinten, da wo das Wasser ist. Moritz. Obo Moritz. Hier geht's doch rein. Wo? Hier hinten. Was ist da? Ist da dieses komische Forschungslager? Ach ne, oder hier ist Glas. Okay, hier geht's auch nicht. Ich hab's gefunden. Was? Hier wo? Wann? Oder? Ja, du musst in den Technikerraum, stand doch da. Jetzt bin ich hier, glaube ich, im Technikerraum. Wie bist du da reingekommen? Konntest du am Rand angucken? Hier ist eine Truhe, ich muss richtig sein. Hier ist ein ich hab den Knopf gefunden. Oh, fuck. Hier ganz hinten, da wo du jetzt stehst, ganz hinten ist so Wasser hinterm Geländer und ich bin über das Geländer rüber gesprungen und dann ins Wasser rein und dann eine Etage unter ist dann eben halt der Knopf, den ich gerade gefunden habe. So, hier müsst ihr den Knopf hin. Wo muss der Knopf denn hin? Ja, die Tür natürlich, da ist eine Eisentür. Ja, die führt aber zum Schlafraum. Da ist ein Bett drin, ja. Aber ich... ID-Karte erforderlich, Knopf. Also ich würde sagen, hierfür. Und dann nicht. Ja. Aber hier, bau noch einfach an, kannst ja wieder abbauen, oder? Ich glaube nicht. Ah doch, hui. Okay, warte mal, können wir den wieder abbauen? Ja, dann lass mal... Na, schlafen. Hebel und Klöpfe entferne nicht erlaubt. Also, ist ja klar. Warte mal kurz. Finde Jack Bones und erfahre mehr über die Einrichtung. Du musst weiter hineinkommen. Ach, who the fuck ist Jack Bones? Jack, komm mal her. Bones, was? Warum hast du die Betten gebaut? Ja, habe ich. Time set 15, 1, 2, 3. Weil da hinten war doch ein Schlafraum. Und dann, immer wenn Schlafraum ist, bauen wir uns da einfach Betten hin. Wieso? Ja, weil das ein Checkpoint ist. Ja, warum gehen wir nicht in den Schlafraum rein? Weil da nur ein Bett drin ist. So, du hast es ja schon vorgelesen. So ein Jack Bounce. Hm. Ah, hier ist was. Hier kann man durchgehen. Auf der anderen Seite war nichts, oder? Nö. Boah.
Was ist das denn hier Schönes? Bestimmt von Jack Bounce. Nein, nicht alles umlegen. Lass das erstmal so. Vielleicht kommt da irgendwie später noch ein Rätsel oder so. Ganz bestimmt kommt da später noch ein Rätsel. Ja, glaube ich auch. So. Da steht Umkleide und Schutzanzug. Ich sag, du liest vor. Hui. Nee, ich kann ja nicht lesen. Hier ist nichts drin. Hier ist eine Truhe. Dusche. Oh, guck mal, hier ist eine Rüstung drin. Und was für eine? Ah, Eisen. Brauchen wir eh nicht. Unsere Duschen waren viel cooler. Ja. Jack Bounce. Skinhead. Jack Bounce. Hier ist gar nichts, oder? Nö. Oh, Entschuldigung. Lass uns alles so, wie es war. Klick, 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 klick. Aber da hätten wir auch noch Türen. Skin and Bounce, don't you know? Da, da, da. Ah, guck mal, hier ist ein fetter Schalter mit einem Schild drauf. Und auf dem Schild steht Lichtschalter. Wow. Hier ist das Licht angegangen. So, hier sind tolle Türen. Ja, hier auch. Hier steht Zugang verweigert. Finde einen anderen Eingang. Hier ist was. Warte, ich komme. Aber nur Grundschild. Ah, lauter Kisten. Cool. Extra eine. Ah, super. Auch nichts drin in der Super. Sowieso nichts drin in der Super. Diamantblöcke, woo! Und eine Musikanlage. Okay, hä? Philipp Joy. Aber mit dem Lichtschalter haben wir bestimmt das hier angemacht. Ah, vielleicht muss das hier alles leuchten. Das Lichtschalter drücken. Oh, warte, hier oben steht was. Da steht zum Sektor 2 abkühlen. Blablabla. Das sagt uns auch nicht viel. Ich habe gerade Musik gemacht, hast du das gehört? Ja, deshalb habe ich ja gelacht. Serverräume. Bist du denn in den Serverräumen? Nee, schön wär's. Ich habe eigentlich zu sein noch nicht so intensiv nach Verstecken gesucht. Da sind überall Fackeln, aber nur Redstone-Fackeln. Und hier ist ja auch überall nichts drin gewesen. Skin and Bones. Und schon now. Ich habe das Licht ausgemacht. Hat sich da irgendwas geändert? Jetzt ist hier dunkel. Ist da hinten ein Schalter? Ne, da hinten in der linken Ecke. Ne, aber machen wir Licht an. Da muss ich ja mir beeilen. So, ich kann jetzt erstmal hinzoomen und da steht zum Kontrollraum. Sektor 1 und zum Labor kommen wir da hinten. Hier geht's zu Zugang verweigert. Finde einen anderen Eingang. Hey, hier oben, kommt mal hin. Könnte man zumindest. Komm mal her, stell ich mich hier hin. Oder versuch mal auf einen Kopf zu springen. Das wäre auch ein anderer Eingang. Hat geklappt? Nein. So, bei mir warst du gerade auf der anderen Seite. Ey, Frieden haben wir gesagt. Okay, hier muss aber irgendwas sein, so. Mein Gott, das ist ja... Hier hinten muss noch irgendwas sein, das ist ja aber klar. Ich glaube nicht, dass das hier was aktiviert, weil das ist direkt die Außenwand. Das kann nichts aktivieren. Die oberen können gar nichts aktivieren. Alles kann nichts aktivieren. Aber hier muss was sein. Mein Gott.